Ja, der Kampf ums Kind wird uns noch länger beschäftigen. Aber was ist denn einer der häufigen Fehler? Na, man fährt sehr eingleisig. Man setzt seine ganze Hoffnung auf seine Beweismittel oder auf das Strafverfahren oder auf den Sachverständigen, den man selber bestimmt hat, oder auf das Gegengutachten von Professor Dr. Leitner zum Beispiel oder von Herrn Müller-Hahn oder irgendeinem renommierten Gegengutachter. Das ist aber immer falsch. Man braucht immer einen Plan B, einen Plan C und am besten noch einen Plan D. Nur alles auf eine Karte zu setzen, ist dumm. Das führt dazu, dass ihr am Ende mit leeren Händen dastehen werdet. Man muss immer verschiedene Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Man muss vor allem immer damit rechnen, dass eine Möglichkeit den Bach runtergeht. Ja, das ist halt einfach so. Das funktioniert so. So funktioniert dieses ganze Gerichtssystem, dass Dinge manchmal anders laufen, als man denkt. Und wenn man dann eben keinen Plan hat, wenn man alles auf sein Gutachten gesetzt hat oder alles auf seine Zeugen, dann kommen die Zeugen nicht oder sagen was anderes aus, als sie einem jahrelang vorgeschwärmt haben. Oh, du bist so toll. Und bei Gericht dann plötzlich doch wieder was anderes. Dann steht er mit leeren Händen da. Niemals alles auf eine Karte setzen, sondern alles schön, ja, ich würde es fast sagen, diversifizieren. Sorgt dafür, dass ihr immer noch einen Joker in der Hand habt. Legt nicht alles schriftlich vor, sondern immer damit rechnen, dass was Unvorhergesehenes passiert. Und dann muss man am längeren Hebel hocken. Dann muss man mehr Beweismittel haben. Dann muss man nachlegen können.